der Grundsteuerhebesätze 25 Landeshauptstadt Dresden. Dort haben wir einen Änderungsantrag AfD-Fraktion, einen Änderungsantrag Herr Lorig. Das wird man wie gewohnt zuerst dann vortragen und als erste Fraktion, wenn gewünscht, wäre die SPD dran. Fangen wir an mit dem Änderungsantrag AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, Herr Lohnhauser. Ja, wir hatten im Ausschuss gehabt eine Diskussion, eine Debatte darüber. Wie halten wir es mit der Grundsteuerreform? Und es war so gewesen, dass die Stadt, und wir hätten da fast schon mitgemacht, gesagt hat, wir tun das auf 400% anheben. Für die Zuschauer, das heißt ungefähr, wir haben für die Behörde so ungefähr 5% Sicherheitsabschlag dazugenommen, weil auf der einen Seite die Finanzverwaltung so viel Widersprüche hat von der Bevölkerung, dass sie es nicht bearbeitet hat. Und auf der anderen Seite hat die Stadt auch ein Riesenproblem, das alles zu bewerten, was sie an Steuern einnimmt. Soweit verständlich. Jetzt meine Frage, und ich beantworte sie auch gleich selbst. Wer ist verantwortlich dafür, dass im Finanzamt die Steuerbescheide nicht funktioniert haben? Also die Widerspruchsbescheide nicht funktionieren, der Bürger oder die Verwaltung? Natürlich beantworte es gleich, die Verwaltung ist es das, die es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und die zweite Frage, ich beantworte sie auch, wer ist auch von der Stadt hier verantwortlich dafür, dass man das mit der Steuerschätzung nicht auf die Reihe bekommen hat? Kein Vorwurf, der Bürger. Oder ist es die Verwaltung? Ich beantworte es natürlich auch die Verwaltung. Das heißt, wir bewegen uns im Risikobereich der Verwaltung und nicht der Bürger hat das zu verantworten, dass es nicht funktioniert hat. Kein Vorwurf, aber der Bürger kann wirklich nichts dafür, dass es nicht funktioniert. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt möchte die Verwaltung auf Nummer sicher gehen und sagen, ja, machen wir einen Sicherheitszuschlag. Sagt 380 könnte man hinkommen, aber wir nehmen ein bisschen mehr. Soweit, so schön. In der Sächsischen Zeitung war dann vom 3.5. Artikel gewesen, wo den Städten von Dresden vor allen Dingen 365 bis 415 vorgeschlagen worden ist vom Städte- und Gemeinderat und von anderen Organisationen. Und da hat die Stadt, und das ist völlig legitim, gesagt, wir gehen so in die obere Mitte, völlig in Ordnung. Und jetzt sagen wir von der AfD, wir gehen in die untere Mitte. Also so ganz dramatisch ist das nicht. Und da es sich um hier eine Schätzung handelt, wissen wir eh nicht so genau Bescheid. Nur eins, und ich beantworte es auch selbst. Wenn jetzt der Bürger, wenn jetzt die Stadt sich zugunsten verschätzt hätte, ich habe noch nie eine Stadt, noch nie ein Land, noch nie einen Bund gesehen, die Steuern zurückgeführt haben, freiwillig an Bürgern. Aber Steuern erhöhen im Nachgang, das funktioniert immer, immer. Von daher sagen wir, haben wir noch mal vielen Dank auch an meine Fraktion, die mich da noch mal aufmerksam gemacht hat, lass uns doch da das Risiko hingehen, wo es hingehört. Es gehört eher zur Stadt, die es verursacht hat, mit dem Land und nicht der Bürger. Und lass uns etwas optimistisch sein, dass die Stadt mit 380 das Neutralitätsgebot, das heißt, dass im Gesamten die Forderungen der Stadt etwa gleich sind wie vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und da wir es nicht exakt wissen, sagen wir im Zweifel für den Bürger und gehen in die untere Mitte und nicht in die obere Mitte. Und das ist unser Antrag, also nichts Dramatisches. Ich darf Sie ganz herzlich bitten, im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger unserem Antrag zu folgen und ein bisschen großzügig zu sein und sagen, komm, lass uns 380, es reicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Lorig, bitte. Änderungsanträge erstmal. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war eine angenehme Überraschung festzustellen, dass die AfD und ich, dass wir unabhängig voneinander denselben inhaltlichen Eintrag eingereicht haben. Ich habe nur eine kleine Sache zu ergänzen zu meinem Vorredner.
nämlich dass dieser Antrag, nur 380% Hebesatz zu nehmen statt 400, ja zu Mindereinnahmen führen könnte und bei Mindereinnahmen normalerweise noch ein Deckungsvorschlag hinzugefügt werden muss, dem Antrag, wie mit den Mindereinnahmen umzugehen ist. Nun haben wir hier die Situation, dass keine Mindereinnahmen entstehen, sondern dass nur keine ungerechtfertigten Mehreinnahmen erhoben werden. Und Anträge, die lediglich das Unterlassen ungerechtfertigter Mehreinnahmen bezwecken, bedürfen keines Deckungsvorschlages im Sinne des § 15 Absatz 2 der Geschäftsordnung. Das wäre mir wichtig gewesen zu ergänzen. Und jetzt stehe ich vor dem Problem, was ich mit meinem Antrag mache, um eine Stimmensplitting zu verhindern. Und ich denke, das Effektivste wäre, wenn ich den Antrag zurücknehme. Und Sie bitte, dem AfD-Antrag zuzustimmen. Danke. Okay, und jetzt würden wir, wie angekündigt, in die Fraktionsrunde einsteigen. SPD, das Wort gewünscht? Nein? Dann Holger Zastro, bitte schön. Heute ja, das kann sein. Ja, meine Damen und Herren, Herr erster Bürgermeister, das, was Kollege Lommel zum Anfang gesagt hat, ist schon mal ganz wichtig und das spielt genau in dieser Frage eine große Rolle. Nämlich, wer ist hier eigentlich für wen da? Sind wir Bürger für die Verwaltung da? Das ist eigentlich umgedreht. Und bei diesem ganzen Prozess der Bewertung und Neubewertung der Grundstücke und des Eigentums hat der Staat etwas gemacht, was ich für schier unglaublich halte. Denn er hat die ganze Last durch die Ermittlung auf den normalen Bürger abgewälzt. Das hat er gemacht, obwohl wir wahrscheinlich im bürokratischsten Staat Europas leben. All die Daten haben die ja selber. Es ist eine Zumutung für jeden, der es ausfüllen musste, gewesen. Viele konnten es nur mit Hilfe des Steuerberaters überhaupt schaffen. Eine Zumutung gewesen. Viele haben es auch noch gar nicht gemacht, muss man auch dazu sagen, weil es so ein bürokratischer Wahnsinn ist, das alles zu ermitteln, obwohl gerade die Finanzämter all diese Daten schön aufbereitet längst haben müssen. Und ich hätte erwartet, dass der Staat hier das, was er sowieso hat, dem Bürger zur Verfügung stellt. Da hätte ich mal drüber gucken, gut ist. Nein, er verlangt vom Bürger eigentlich den Job zu machen, für den wir uns diese gut bezahlte, massiv ausgestattete öffentliche Verwaltung leisten. Und das ist eine Umdrehung des eigentlichen Prinzips, denn wir als Bürger sind nicht für den Staat da, sondern umgedreht, meine Damen und Herren. Das mal vorneweg. Dass er es jetzt nicht in den Griff kriegt, ist nur noch peinlich. Es war nicht anders zu erwarten. Haus und Grund hat ja letztens erst gesagt, dass, glaube ich, 90% aller deutschen Wohneigentümer, Grundstücksbesitzer noch nicht wissen, was sie eigentlich im nächsten Jahr für eine Grundsteuer bezahlen müssen. Immer noch heute, zum heutigen Tag, 90%. In Sachsen gibt es über 500.000 Einsprüche dagegen. Und jetzt kommt man natürlich nicht hinterher. Sorry. Nie mein Problem, echt nicht mein Problem als Bürger, sondern das ist das Problem der Verwaltung. Und deswegen finde ich auch die Vorgehensweise der Stadtverwaltung, hier einen Sicherheitsabschlag, das ist, glaube ich, der richtige Begriff, sich zu gewähren, für absolut unannehmbar. Das ist nicht mein Job, das ist nicht mein Geschäft, tut mir leid. Dass dieser Sicherheitsabschlag gegen den Beschluss, den wir hier auf Antrag der CDU ja erst vor einem halben Jahr, glaube ich, beschlossen haben, verstößt, darauf will ich hinweisen. Denn der Stadtrat hat beschlossen, es muss aufkommensneutral sein. Wir dürfen uns auch kein Mehr gönnen, sondern nach der Reform, sagen auch alle Politiker, darf am Ende für die öffentliche Hand nicht mehr rauskommen. Das, was hier versucht wird, im Zweifel bedeutet es mehr. Und da möchte ich mal eins sagen, da bin ich so ein bisschen in der Scholbachschen Logik. Und ich möchte Bezug nehmen auf seinen ersten Wortbeitrag heute. Ich befürchte, das wird ein Sachsenbad 2.0. Warum? Er hat vorhin erklärt, das Sachsenbad wurde vor 30 Jahren vorübergehend geschlossen. Das ist immer noch zu. Selbstverständlich ist dieser Sicherheitsabschlag, der kommt nie wieder weg. Der wird immer so bleiben. Natürlich, den genehmigt man sich jetzt. Und selbst wenn es am Ende gar keine Probleme gibt, bleibt der natürlich. Deswegen Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir bleiben genau bei dem, was dieser Stadtrat mehrheitlich auf Antrag der CDU beschlossen hat. Das würde ich machen. Da bleibt uns jetzt leider keine andere Möglichkeit, ich komme zum Schluss, außer dem AfD-Antrag zuzustimmen. Das werden wir auch tun.
Ansonsten will ich eins ganz klar sagen, Frau Mühle, natürlich tue ich das, selbstverständlich, gar kein Problem. Eins will ich sagen, eine höhere Grundsteuer bedeutet nicht nur mehr Lasten für Eigenheimbesitzer, sondern natürlich vor allem für wen? Für Mieter, weil sie im Zweifel auf die Mieter umgelegt wird, darf umgelegt werden, wird auch umgelegt werden. Und im Zweifel bedeutet es höhere Sozialkosten, weil auch die Wohngeldzuschüsse steigen werden. Deswegen bitte geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie dem Antrag zu. Danke. Das war jetzt nicht die Glocke, die Rede zu beenden, sondern es war die Glocke, dass alle zuhören sollen. Auch da nie Hilfe. Okay, wir machen weiter. BSW das Wort gewünscht? Nein? Dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke, Thilo Kiesling, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, so einer furiosen Rede gegen Steuern kann man ja kaum entgegenhalten. Ich frage mich allerdings, ob die dahinterstehenden Behauptungen, dass es eine höhere Steuer ja die Bürger belaste, dass das nicht am Ende hohles Geschwätz ist. Denn das, was wir von den fehlenden Steuern nicht ausgeben können, das belastet die Bürger ja auch. Wie viel Schulsozialarbeit könnten wir uns leisten, wenn wir die Grundsteuer jetzt schon erhöhen würden? Wie viel? Und ist es nicht ein politisches Versprechen gewesen, ein politisches Versprechen an die Schulen in dieser Stadt, an die Schülerinnen und Schüler, an die Lehrerinnen und Lehrer, dass wir jede Schule stückweise mit Schulsozialarbeit ausstatten? Wir brechen dieses politische Versprechen. Dieses politische Versprechen wird mit dem Haushaltsentwurf, den wir vorgelegt bekommen, den dahinterliegenden Umsetzungen praktisch gebrochen. Eins von hunderten politischen Versprechen, die wir brechen. Eins von hunderten. Und zwar auch deswegen, weil wir ein politisches Versprechen ganz für ganz heilig erklären. Wir haben es ja sogar beschlossen auf Antrag der CDU. Das war das politische Versprechen von irgendwem, keine Ahnung, wer es gemacht hat, an die Menge aller Grundstücksbesitzer. Nein, es muss aufkommensneutral sein. Nun individualisiere ich das mal. Was heißt das denn für den Einzelnen mit seinem Grundstück? Heißt das, der Einzelne bezahlt auf keinen Fall mehr? Nein, heißt es nicht. Was ist das also für ein Versprechen? Es ist ein Versprechen, das sagt, der Staat darf auf keinen Fall mehr Geld bekommen an dieser Stelle. In Summe, korrekt, ich weiß schon, was das Versprechen in Summe bedeutet. Der Staat darf nicht mehr Geld bekommen. Und seitdem dieses Versprechen gegeben worden ist, hat sich so viel verändert, dass für dieses Versprechen wir hunderte andere Versprechen brechen werden. Und das muss man sich in der Gesamtheit anschauen. Und dann fragen sich natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die als Mieter nur Centbeträge von dieser Grundsteuer zahlen, warum sie denn leiden müssen, weil der Straßenbahntakt vielleicht verlängert werden soll oder weil Linien nicht ausgebaut werden sollen oder weil das Mobi-Shuttle abgeschafft werden soll oder weil hunderte Versprechen gebrochen werden. Und das ist der Irrsinn an dieser Sache, dass die Möglichkeit des Staates, sich die Einnahmen zu verschaffen, die er braucht, um seine politischen Versprechen auch einhalten zu können, dass diese Möglichkeiten von einigen in diesem Land bewusst eingeschränkt werden. Das wissen wir alle, das ist eine Politik. Diese Politik ist mehrheitsfähig und ich werde hier dennoch in dieses Mikrofon sagen, wir sind anderer Meinung, ein Staat muss sich die Einnahmen, die er braucht, um seine Ausgaben decken zu können, auch beschaffen können. Und eigentlich müsste er es auch in der Grundsteuer, weil die Grundsteuer, auch das muss man ja mal sagen, falls irgendjemand hier zuhört im Fernsehen, ja, Sie hören alle zu, na klar, weil die Grundsteuer eine der sozialsten Steuern ist, weil sie nämlich die Belastung ziemlich nah an dem verteilt, was an Einkommen, an Eigentum, an wertvollen Grundstücken da ist. Und ein Mensch, der wenig wertvollen Grund und Boden verbraucht, nämlich jemand in der 8. Etage in einem Hochhaus irgendwo in Gorbitz, der bezahlt auch pro Kopf viel, viel, viel weniger Grundsteuer als jemand, der ein sehr wertvolles Grundstück in einer guten Stadtgegend hat. Es ist eine sehr soziale Steuer und genau die beschneiden wir. Ich hoffe, es ist nur für dieses eine Jahr in der Satzung, aber selbst für dieses eine Jahr werden wir nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay, FDP, Freiburger, nein, dann PVP, Herr Dr. Schulte-Wissemann, bitte. Sehr
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im internationalen Netz. Ganz kurz, die Grundsteuer, sie musste ja neu berechnet werden und das hat für ganz viel Verwirrung gesorgt. Und natürlich haben die einen oder anderen sich dann auf dieses Brot gesetzt und gesagt, ganz schlimm der Staat und oh Gott und hier und so. Es ist schlicht und ergreifend das Verfassungsgericht gewesen, was gesagt hat, es muss jetzt neu berechnet werden. Und das genau hat jetzt in den letzten Jahren stattgefunden. Und was die Stadt jetzt machen kann, ist quasi an der Stellschraube drehen, wie hoch jetzt für es ist jetzt für jedes Grundstück ist festgelegt, wie viel man bezahlen muss. Und die Stadt kann jetzt hoch und runter drehen und das nennt man Hebesatz. So. Und das machen wir hier und was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wir haben hier im Stadtrat, ich glaube, es war ein CDU-Antrag, da habe ich auch mit zugestimmt, haben wir gesagt, jetzt, wo die Grundsteuer eingeführt wird, machen wir das aufkommensneutral. Und jetzt kann man sich streiten, ob es jetzt 5% zu viel oder 3% zu wenig ist, aber im Prinzip macht diese Vorlage jetzt genau das, braucht man sich gar nicht aufregen, wir machen jetzt genau das, was der Stadtrat auf CDU-Antrag vor einem halben Jahr hier beschlossen hat. Wir legen jetzt den Hebesatz so fest, dass die Stadt nicht mehr einnimmt oder auch nicht weniger einnimmt als zuvor. Allerdings, der Batzen Grundsteuer, was die Stadt einnimmt, ist gar nicht klein. Das sind so 50, 60, 70, 80 Millionen ungefähr. Und er ist vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren nicht mehr erhöht worden. Und wir beklagen ja dauernd, dass wir kein Geld mehr haben, dass die Stadtkassen leer sind. Dann werden die Wünsche immer mehr und mehr und wir haben große Pläne, was wir machen wollen. Irgendwelche Fernsehtürme mit allem dazu und hier möchten wir das bauen und das und das. Und momentan kommt zumindest die Verwaltung und größere Teile dieses Stadtrats dann auf die Idee, an ganz vielen Stellen zum Beispiel in Kultur und im Sozialen zu sparen. Das Blöde aber ist, oder sage ich mal, das intellektuell Spannende ist, dass diese Brotkrumen, die wir im Sozialen einsparen, hier mal 100.000, da mal 10.000, da mal 300.000, für ganz wichtige Sachen, dass die ins Verhältnis gesetzt werden müssen mit den 20, 30 Millionen, die wir potenziell jedes Jahr nicht einnehmen, weil wir die Grundsteuer nicht erhöhen wollen, wenigstens in der Zukunft, weil wir diese 30 Millionen nicht wollen. So, und deswegen ist es mir wichtig gewesen, hier nochmal, also mich hier hinzustellen, zu sagen, die Grundsteuer wird jetzt so, wie von der CDU damals beantragt, auch von mir mitbestimmt, wird jetzt so eingestellt, dass die Stadt nicht mehr einnimmt. Aber B, ich sage, wir müssen in drei Jahren, müssen wir definitiv drüber nachdenken, dass wir auch an der Grundsteuerschraube drehen. Denn wenn wir das nicht tun, bleibt es immer auf diesem Niveau und die Inflation, alles wird teurer, nur die Grundsteuer bleibt das Gleiche. Und das ist eigentlich keine sinnhafte Politik. Und ich wünschte mir, insbesondere auf der Seite, dass man nicht den Populismus-Gaul hier auf und ab reitet und die Steuern und die Steuern und die Steuern, sondern dass man einfach seinen Job hier als Stadtrat, als Stadträtin ernst nimmt und sagt, wir müssen die Ausgaben und die Einnahmen beides in eine gute Waagschale bringen. Dankeschön. Vielen Dank. Will AfD noch mal reden? Nein, dann würde es weitergehen. Peter Krüger, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich schwierig, nach zwei Volljuristen und einem so fulminanten Vortrag meines geschätzten Kollegen Zastro hier noch was draufzulegen. Aber eins, glaube ich, ist unbenommen. Dieser Antrag ist entstanden, der heute hier zur Behandlung steht, aufgrund unseres Antrages, dass die Neuberechnung der Grundsteuer, die uns ja das Gericht aufgegeben hat, aufkommensneutral für die Bürger gestaltet werden soll. Das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir sagen, wir möchten uns nicht mit einer neuen Steuer, mit einer erhöhten Steuer, denn sie ist ja nicht neu, denn die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, eben wieder an den Bürgern bereichern. Holger, du hast vollkommen recht, Steuern, die einmal erhoben werden, werden nie wieder zurückgenommen. Die ältesten Steuern, viele kennen sie, die Sektsteuer,
Sie wurde mal erhoben, um die kaiserliche Flotte zu finanzieren. Aber ich glaube, die älteste Steuer, die vielleicht die meisten kennen es gar nicht, das ist die Akzise, das ist die Mehrwertsteuer. Die wurde mal hier in Sachsen erfunden. Und ist die jemals zurückgenommen worden? Nicht. Ja, das war damals der weise Mann Brühl, der diese Akzise erfunden hat. Aber zurück zu dieser Vorlage. Sie ist natürlich eine konsequente Umsetzung dessen, was wir beschlossen haben. Wir wollen eine aufkommensneutrale Neuberechnung der Steuer, die ja nichts weiter ist als die Multiplikation des Steuermessbetrages, den legt das Finanzamt fest. Jeder Bürger, der Eigentum besitzt, musste dort seine Angaben entsprechend machen, multipliziert dann mit einem entsprechenden Hebesatz, den wir heute festlegen werden. Das ergibt dann anteilsseitig die Grundsteuer. So, ob wir nun 380, ich habe das noch genauso im Gehör, denn ich war zu allen Finanzausschusssitzungen zumindest in den letzten 15 Jahren dabei. Und ich weiß noch genau, es war damals eine Schätzung 380. Deswegen widerspreche ich ausdrücklich meinem geschätzten Kollegen Bernd Lommel. Es war damals eine Annahme. Und wir haben gesagt, okay, es soll weiterhin ganz klar Umsetzung des Beschlusses sein. Und jetzt ist eben der Betrag 400% entstanden. Wir können mit diesen Beschluss entsprechend umgehen. Das heißt also, dieser Beschluss wird in wirklich wortgleicher Umsetzung unseres Antrages, die Grundsteuer nicht zu benutzen, um den Bürger zusätzlich zu belasten, heute hier beschlossen werden. Und darum bitte ich auch um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Thorsten Hans, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen und die Zuschauerinnen im Stream oder wenigen auf der Tribüne. Was die Notwendigkeit von Steuern überhaupt angeht, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, was meine Kolleginnen und Kollegen Kiesling und Schulte-Wissermann auch schon gesagt haben. Da kann ich nur zustimmen. Man muss ja sagen, die Steuern sind ja dazu da, dass wir gewisse Leistungen erbringen können als Staat. Und wurde schon einiges aufgezählt, dass auch diejenigen, die Steuern zahlen, auch davon profitieren. Das so als allgemeine Feststellung. Als zweites möchte ich feststellen, dass es eben bei der im Durchschnitt aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform, wo auch mindestens wir als Bündnis 90 Die Grünen auf Bundes- und Landesebene prinzipiell dem damals zugestimmt haben und quasi das Versprechen, von dem die Rede ist, mit abgegeben haben, weshalb wir auch heute nicht gegen die Vorlage stimmen werden, dass diese dann dazu führt, dass es sehr unterschiedliche Auswirkungen natürlich hat. Das ist schon so, dass Einfamilienhausbesitzer mehr Steuer zahlen werden, wir wissen es in der ganz großen Masse. Und aber, da muss ich Herrn Zastrow deutlich widersprechen, diejenigen, die in einem großen Siebenhaus wohnen, also in so einem Achtstöcker oder wie auch immer, die zahlen werden deutlich weniger haben. Sie können sich mal die Liste angucken, die schon mitgereicht wurde, wo das auf Stadtteilebene erstmal bisher runtergebrochen wurde, da sehen Sie schon ganz deutlich, also als Anhaltspunkt, dass wirklich in Großsiedlungen, in DDR-Neubaublöcken sozusagen, sage ich mal, da werden die Mieter jetzt erstmal entlastet. Das sind natürlich so nur Mini-Beträge, weil auch generell durch die Umlage auf die Miete das ja relativ kleine Beträge sind, aber es gibt dort sogar Entlastung. Und wenn wir also dort die Steuer jetzt anpassen wollen vielleicht in der Zukunft oder würden, dann werden selbst diese Mieterinnen und Mieter nicht weiter belastet und auch mit Wohngeld, dass das irgendwie Auswirkungen auf Wohngeld hätte, das mag im Einzelfall sein, aber da geht es um einzelne Eurobeträge, Herr Zastrow. Also was Sie hier an die Wand malen, ist wirklich einfach falsch. Und ja, natürlich ist die 100% umlegbar, aber wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen mit 16, mit 20, mit 50 Mietparteien, je nachdem, dann ist das relativ gesehen ein sehr kleiner Betrag. Und wie gesagt, das muss man sich angucken dann für die Zukunft. Und wir plädieren dafür. Und deswegen werden wir eben nicht zustimmen dieser Vorlage, auch wenn wir damals uns nicht gegen dieses eigentliche Versprechen gewandt haben. Weil wir kennen jetzt alle
durch Presseveröffentlichung, durch auch Informationen im Finanzausschuss, der OB hat es ja auch öffentlich gegenüber der Presse nochmal gemacht, die Situation der Stadt Dresden und welche großen Aufgaben vor uns stehen. Und ich habe von allen Fraktionen hier eigentlich bisher gehört, dass sie diese Kita-Gebührenerhöhung, die die Verwaltung vorhat in dem Haushaltsentwurf, dass die niemand mittragen will. Und da geht es um ungefähr zum Beispiel vielleicht 22, 23 Millionen Euro schon mal, die man da eigentlich finden müsste. Wir haben ja andere Beispiele, wie gesagt, gerade benannt bekommen. Deshalb denken wir schon, dass es eigentlich sogar jetzt ehrlich wäre, den Leuten zu sagen, ja, wir wollten das aufkommensneutral machen. Eigentlich müssten wir aber jetzt schon die Absenkung des Hebesatzes, wir reden ja von der Absenkung des Hebesatzes, müssen wir auch nochmal dazu sagen, um das aufkommensneutral zu machen, die würden wir jetzt eigentlich geringer ausfallen lassen, weil wir eigentlich auch schon jetzt mehr Steuereinnahmen bräuchten. Und deshalb werde ich das hier schon hier sagen, dass wir definitiv in den Haushaltsverhandlungen, die vor uns stehen werden, auch diesen Bereich Grundsteuereinnahmen, die sind ja schon zum Teil wohl da auch so avisiert, sogar vom Oberbürgermeister für die Zukunft zumindest, dass wir auch da nochmal drüber reden müssen, ist das schon die richtige Höhe, in welchem Jahr passiert das. Deswegen werden wir uns heute enthalten, aber Steuern sind dazu da, um Dienstleistungen auch für die Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können, auch wichtige Leistungen, die sie erwarten. Das wurde ja schon mehrmals betont, was das sein kann. Und deshalb ist es richtig, nicht einfach Steuern pauschal abzulehnen. Vielen Dank und wir kommen in die zweite Runde. Johannes Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die gesamte Debatte ist ja schon völlig schief. Das Bundesverfassungsgericht hat ja die Grundsteuerbesteuerung deswegen aufgehoben, weil es der Meinung war, dass wir über Jahrzehnte hinweg mit den Einheitswerten, ich glaube im Osten dann von 35, im Westen von 61 oder 63, eine ungerechte Besteuerung im Vergleich zu den anderen Steuerarten bei der Grundsteuer hatten. Das war der Hintergrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Und jetzt gehen wir her und sagen, naja, aber es soll dann aufkommensneutral bleiben. Insgesamt wurde schon gesagt, es bleibt ja nicht für alle aufkommensneutral. Also im Grunde versuchen wir, die richtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das am Maßstab der Steuergerechtigkeit getroffen hat, jetzt zu korrigieren. Das ist allein schon mal eigentlich nicht nachvollziehbar und nicht verständlich und eigentlich auch zu kritisieren. Da kann ich mich meinen Vorrednern auch nur anschließen. Thilo Kiesling hat es gesagt, zu Recht, der Staat braucht Steuermittel, sonst kann er seine Aufgaben nicht erfüllen. Und wenn es an den Steuermitteln fehlt, dann wird eben an anderer Stelle gekürzt. Also so wie es Herr Zastrow dann immer tut oder die anderen von der rechten Seite, so von wegen, man nimmt den Leuten dann etwas weg, wenn man Steuern erhebt. Ist, sage ich mal, ein Sprichwort, eine Redeweise, die, sage ich mal, an Primitivität und Dummheit nicht zu überbieten ist. Aber ich habe natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass die Stadt jetzt diese Hebesätze macht, dass sie auch das so vorschlägt, wie es der Stadtrat beschlossen hat, mit dieser Aufkommensneutralität. Und von daher könnte man eigentlich gegen diese Vorlage wenig einzuwenden haben. Ich werde ihr trotzdem nicht zustimmen und sie bewusst ablehnen, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Fraktion, der ich früher mal die Ehre hatte anzugehören, Sie werden sich vielleicht erinnern, hat mal die Idee der Grundsteuer C eingebracht. Übrigens keine sozialistische, grün-linke Schwachsinnsidee, wie vielleicht hier die rechte Seite seid, sondern vom Bundesgesetzgeber von einer CDU-SPD-Koalition unter Angela Merkel extra eingeführt, eine Möglichkeit, hier eine weitere, gerechtere Grundsteuerbesteuerung vorzunehmen. Wozu dient die Grundsteuer C? Die Grundsteuer C soll die Spekulation mit bebaubarem Land verhindern. Es geht darum, dass bebaubares Land, also Land, was nach dem Bauplanungsrecht bebaut werden kann, aber nicht bebaut wird, weil eben der Eigentümer denkt, naja, ich lasse es mal liegen, vielleicht kann ich dann in 5 Jahren einen größeren Profit damit machen, dass der eben extra besteuert werden kann und eben auch extra höher besteuert werden kann. Ich weiß, der Stadtrat hat es abgelehnt. Die Grünen hatten da eine etwas seltsame Position, lieber Thorsten. Aber okay, du kannst ja nachher nochmal zuhören. Aber ich finde das sehr schade, dass hier die Stadtverwaltung diese Idee nicht aufgreift, die der Bundesgesetzgeber ausdrücklich
vorsieht. Nur noch mal ein Punkt, es ist ja dann immer wieder der Mieter, der dann genannt wird, der dann sozusagen besonders leiden würde, wenn die Grundsteuer angehoben werden würde. Das gilt eben für die Grundsteuer C gerade nicht, weil dort gibt es ja noch keine Wohnungen, dort gibt es also auch keine Mieter, die dann geschröpft werden könnten. Wir sehen hier wieder das, was ich hier an dieser Stelle schon öfters beklagt hat. In dieser Stadt gibt es leider keine Mehrheit für eine allgemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Das wäre ein wichtiger Schritt dazu. Es gibt noch andere, dazu habe ich auch schon gesprochen und werde in Zukunft auch noch öfter stehen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse, die die Dresdnerinnen und Dresdner leider am 9. Juni gewählt haben, ist mir sehr wohl bewusst, dass diese Gedanken einer allgemeinwohlorientierten Bodenpolitik hier vorerst keine Chance haben. Aber ich wenigstens werde nicht müde werden, immer wieder darauf hinzuweisen. Deswegen kann ich nur die Ablehnung dieser Vorlage empfehlen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter in der Rednerliste. Peter Krüger, dann Herr Lommel. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte eigentlich nicht vor, hier Ausschussarbeit zu betreiben, aber einige Beiträge der Kollegen zwingen offenbar noch einiges mal gerade zu rücken. Insbesondere wird hier immer wieder auf die Notwendigkeit der Erhebung von Steuern, das ist ja wohl hingewiesen, das ist ja wohl unstreitig. Und dass wir genügend Steuern einnehmen, das soll nur eine einzige Zahl belegen. Wir haben alle in Vorbereitung der Haushaltsdiskussionen die Folien der Stadtverwaltung gesehen und wir haben festgestellt, dass die Stadt Dresden, bitte versuchen Sie mal die Zahl jetzt mal auf ein Blatt Papier zu schreiben, in den letzten 10 Jahren ihr Steueraufkommen um 1 Milliarde Euro erhöht wird, in allen Steuerarten. 1 Milliarde Euro. Und jetzt höre ich hier von der linken Seite, wir müssen noch weiter die Bürger belasten, wir müssen noch weiter den Reichen schröpfen, wer auch immer das ist. Das ist unfassbar. Wir müssen einfach lernen, wie es jeder private Haushalt, wie es jeder seriöse Unternehmer tun muss, mit dem Vorhandenen auszukommen und seine Aufgaben zu bringen. 1 Milliarde Euro in den letzten 10 Jahren Mehreinnahmen. Meine Damen und Herren, wer hier von fehlenden Steuereinnahmen spricht, der versteht von der Sache nichts. Vielen Dank. Herr Lommel, dann Thorsten Hans. Ich mache Sie auch vom Tisch. Herr Kollege Krüger hat eigentlich vieles schon vorweggenommen. Einige Vorredner hatten doch irgendwo den Eindruck gemacht, dass wir hier im Fürstentum Liechtenstein sind und ein Niedrigsteuerland sind. Mitnichten ist es der Fall. Wir sind Vize- oder Weltmeister, was Steuererhebungen geht, was die Bürgerschaft angeht. Und insbesondere der ganz normale Bürger ist derjenige, der am wenigsten die Möglichkeit, Steuergestalten irgendetwas zu tun, und wird geschröpft. So empfinde ich das. Und wir als Politik sind nicht verantwortungsvoll, wenn wir irgendwie ein Problem haben, dann noch irgendwie zu gucken, wie wir die Einnahmen erhöhen, sondern wir haben ein einziges Problem in Deutschland aufgrund der gewaltigen Steuerlast und wo so viele schon auf Wiedersehen hier sagen, wir haben ein Ausgabenproblem. Ja, und wir müssen, und wenn wir mit diesen 20%, das ist nichts Besonderes, das ist wirklich nichts Großes, das ist aber mal ein Zeichen an die Bürgerschaft, ihr habt die Wahl, auch Leute tatsächlich zu wählen, die sich Gedanken machen darüber, dass ihr nicht weiter belastet werdet, sondern weniger belastet werdet. Und dafür sitze ich hier im Stadtrat, so wie andere vielleicht hier dafür sitzen, das alles größer und größer zu machen. Ich möchte genau das Gegenteil. Danke. Thorsten Hans. Ja, gut. Ich wollte nur noch mal ganz kurz hier vom Platz, weil nur Herr Krüger eine direkte Zahl in den Raum geworfen hat, sagen, wir haben in den letzten 10 Jahren aber auch, wir haben es ja in den letzten Jahren vor allem gemerkt, eine deutliche Inflation dann jetzt zu Schluss gehabt, aus verschiedenen Gründen. Also wenn man mit Zahlen argumentiert, sollte man auch berücksichtigen, dass wir eben auch auf der Aufgabenseite auch Kostensteigerungen haben, die wir sozusagen auch nicht einfach vom Tisch wischen können und die sich sozusagen, die wir nicht gestalten können, die nicht an uns liegen, dass wir irgendwie zu viele Leistungen
berücksichtigen. Und deshalb haben wir auch auf der Einnahmenseite natürlich mehr Einnahmen gehabt aufgrund von steigenden Gehältern. Da haben wir höhere Einkommensteueranteile. Also lassen Sie uns das dann bitte in Haushaltsberatung nochmal sachlich alles sich angucken. Aber einfach zu behaupten, wir müssen einfach nur auf der Ausgabenseite sparen, ist einfach viel zu kurz gesprungen. Herr Dr. Lames, bitte. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich in der Fraktionsrunde bewusst zurückgehalten, weil ich die Gelegenheit haben wollte, nochmal zur Vorlage zurückzuleiten. Und wir haben jetzt hier einen Rundumschlag erlebt, der eigentlich auch überraschend ist angesichts des Finanzausschussberichtes. Ne? Fast nur Ja-Stimmen, ein paar Enthaltungen gewesen. Und jetzt aber, wo man meint, die Öffentlichkeit hört zu, jetzt wird das große Fass aufgemacht und von der Vorlage abgelenkt. Nochmal zurück zur Vorlage. Wir bestimmen einen Hebesatz und dieser Hebesatz löst das Versprechen ein, das nun mal gegeben worden ist, dass zum 01.01.2025 die Grundsteuer nicht steigen soll. Das lösen wir ein. Wir lösen es ein, Johannes Lichti zu hören, cum grano salis lösen wir es ein. So, und das machen wir jetzt. Und zum Zweiten, ab 27 ist die politische Diskussion auch wieder frei. So ist es. Da gibt es kein Versprechen zu dem Thema, sondern da muss jeder mit seinen Positionen, mit seinen Lösungen kommen. Und dann werden wir sehen, wie die Lösungen sind. Und für mich gehört dazu auch die Möglichkeit, die eingeführt worden ist, dass man über die Grundsteuer C nachdenkt. Selbstverständlich, wir haben hier ein Problem mit der Erschließung von Bauflächen und die Grundsteuer C kann sowohl eine gute Einnahme sein, als auch eine gute Lenkungswirkung entfalten. Und das werden wir dann auch dort diskutieren können. Aber das ist jetzt auch kein Grund, die Vorlage abzulehnen. Ansonsten sollte es wirklich weitergehen und wenn die Menschen sollten erfahren, wie viel Steuern, wie viel Grundsteuer sie zahlen müssen, deshalb müssen wir die Vorlage jetzt beschließen. Und für alle, die jetzt versprechen mit uns, da werden die Bürgerinnen und Bürger nicht belastet, da wird alles gut, da sage ich nur, bitte lassen Sie uns wieder miteinander reden, wenn es darum geht, diese harte Entscheidung zu treffen, die vor uns liegt, nämlich den künftigen Doppelhaushalt zu beschließen. Da wage ich die Prognose, dass diejenigen, und das sind Zastrow und AfD, die jetzt am lautesten schreien, sich dann in die Büsche schlagen und die Verantwortung gerade nicht übernehmen werden, sondern sich darauf verlassen werden, dass die anderen die Verantwortung übernehmen und nach der Systemalternative suchen. Denn sie wollen gar nicht, dass dieser Staat funktioniert. Und deswegen hintertreiben sie. Und deswegen hintertreiben sie. Und deswegen hintertreiben sie. Wo auch immer. Ich hoffe. Und zum Zweiten, das, was in einem Staat passiert, wenn er ein Problem angreift und angeht, das sehen wir auch bei dieser Debatte. Es war doch ein Problem, dass wir die Grundsteuer in Dresden erhoben haben, nach den Wertverhältnissen der Grundstücke, wie sie 1935 waren. Das ist doch ein Riesenproblem. Da muss doch jeder sehen, dass das nicht richtig sein kann. Und deswegen müssen wir jetzt einfach die Beine in die Hand nehmen und diese Wertverhältnisse neu bestimmen und auf der Grundlage eine neue Grundsteuer einnehmen und auf die 80 Millionen im Jahr, die es sein werden, auf die sind wir nun mal angewiesen. Eigentlich bräuchten wir mehr, die Diskussionen haben wir heute gehabt, aber das ist immer noch in der Politik dann, in der politischen Diskussion offen.
Jetzt jedenfalls gilt es, die aufkommensneutrale Umsetzung mit einem Körnchen Salz hier umzusetzen. Johannes Lichti noch mal bitte. Das? Ja, vielen Dank. Ich will noch mal Herrn Krüger entgegnen. Herr Krüger, Sie haben meinen Punkt nicht verstanden. Es geht mir nicht darum, dass die Steuereinnahmen in den letzten 10 Jahren um 1 Million oder 100 Millionen, haben Sie gesagt, gestiegen seien. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass es um eine Frage der Steuergerechtigkeit geht. Das Bundesverfassungsgericht sagt eindeutig, dass jeder nach seinem Vermögen zum Steueraufkommen beizutragen hat. Und der entscheidende Punkt der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung war eben der, dass sie gesagt haben, die Grundeigentümer tragen im Vergleich zu anderen, die Steuern bezahlen, also die Lohnsteuer bezahlen, die eine Mehrwertsteuer bezahlen oder die andere Arten von Steuer bezahlen, grotesk zu niedrig war. So. Und deswegen ist es schon mehr als bemerkenswert, dass wir jetzt hier sagen, naja, wir wollen das im Ergebnis nicht ändern. Derjenige, der das will, ist begründungspflichtig und nicht derjenige, der tatsächlich hier eine gerechte Besteuerung auch des Grundeigentums herbeiführen will. Und deswegen ist diese Vorlage eben unzureichend und abzulehnen. Okay, vielen Dank. Das fordert noch mal eine weitere Wortmeldung aus. Steffen Kaden, bitte. Also ich muss mich zu dem Wortbeitrag von Herrn Lichti schon noch mal melden, weil das ist großer Quatsch, was er hier erzählt hat. Wenn das stimmen würde, was Herr Lichti sagt, dann würde ja diese Vorlage, wie sie hier vorliegt, nicht den Vorgaben des Gerichtes entsprechen. Das ist aber das ganze Gegenteil. Natürlich wird das Gerichtsurteil umgesetzt und es wird dafür gesorgt, dass eine andere Systematik hier zur Geltung kommt und dass es Eigentümer geben wird, die werden in Zukunft weniger bezahlen und es wird Eigentümer geben, die werden in Zukunft mehr bezahlen. Und da gibt es eine sehr schöne Liste der Stadtverwaltung, da kann man sogar stadtteilbezogen sehr genau sehen, dass es Gebiete gibt, nehmen wir mal zum Beispiel Blasewitz-Striesen, wo ich wohne, da wird man also durchaus das 2,5-fache des bisherigen an Grundsteuer bezahlen. Und das entspricht genau dem, was das Gericht gesagt hat. Und es wird andere Gebiete geben. Und da wäre wirklich meine Bitte, schauen Sie sich das mal an. Da wird man weniger bezahlen, vielleicht auch nur die Hälfte bezahlen. Aber in Summe, und das ist jetzt der Antrag der CDU-Fraktion gewesen im Frühjahr, soll es nicht dazu führen, dass wir hier über diesen Weg der Neuberechnung eine Steuererhöhung zur Mehrung der städtischen Einnahme realisieren. Und genau das ist hier erfolgt und genau das wird umgesetzt und genau das hat auch der Finanzausschuss mit großer Mehrheit so beschlossen und sollte der Rat jetzt auch vollziehen. Ihre Steuererhöhungspläne, die Sie jetzt bereits in die Waagschale geworfen haben, Sie und andere Redner, müssen Sie in Zukunft hier in den Rat einbringen und für Ihre Steuererhöhungspläne dann entsprechende Mehrheiten suchen. Dann wird man sehen, ob es diese Mehrheiten gibt oder nicht. Das ist aber heute nicht unser Thema. Heute geht es um die Aufkommensneutralität und dafür wurde jetzt ein neuer Hebesatz vorgeschlagen, den meine Fraktion mitträgt und wo ich empfehle, dass wir den noch heute beschließen, damit hier Klarheit herrscht. Okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir ins Abstimmungsverfahren. Ich würde zuerst den Änderungsantrag AfD abstimmen, wenn dort mit § 2 dann Hebesätze geändert werden, würde das dann den Ausschussbericht entsprechend ergänzen. Wenn es keine Mehrheit hat, nehmen wir uns den Ausschussbericht vor. Deshalb rufe ich zunächst auf den auf. Achso, und dann hat der Herr Lorig zurückgezogen seinen Antrag. Deswegen rufe ich zuerst auf den Änderungsantrag AfD. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Mit 22 Ja, 47 Nein, eine Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Und deswegen rufe ich auf den federführenden Ausschussbericht. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ja. 46 Ja, 13 Nein, 11 Enthaltung. Damit
ist die Vorlage bzw. der Ausschussbericht so bestätigt. Wir haben ein Wahlergebnis, was ich zunächst vortragen möchte, und zwar